In der heutigen Newsfolge geht es um: Vettel und Ferrari gehen Ende 2020 getrennte Wege, Williams bekommt neuen Geschäftsführer. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Wochenlang wurde gemunkelt, ob der Heppenheimer bei Ferrari bleibt oder nicht. Doch seit heute Morgen ist es offiziell. Sebastian Vettel und Ferrari werden nach 2020 getrennte Wege gehen. An dem Geld habe es nicht gelegen, sondern an dem Status und Wertschätzung. Laut Mattia Binotto war die Zeit reif für eine Trennung. Zitat von Vettel: Das Team und ich haben erkannt, dass es keinen gemeinsamen Wunsch mehr gibt, über das Ende dieser Saison hinaus zusammenzubleiben. Finanzielle Angelegenheiten haben bei dieser gemeinsamen Entscheidung keine Rolle gespielt. Er hat Vertragsangebote von Ferrari abgelehnt und gestern bekam er zwei Angebote von Renault und McLaren. Die sie ihn interessieren, weiß man nicht. Es kommen wohl nur drei Optionen zur Auswahl: Wechsel zu McLaren, Wechsel zu Renault oder das Karriereende. Bei McLaren könnte er das Cockpit mit Carlos Sainz tauschen, der in der Vergangenheit immer wieder mit Ferrari in Verbindung gebracht wurde. Außerdem kennt er dort den jetzigen Teamchef Andreas Seidel. Vor 13 Jahren haben sie gemeinsam bei BMW sauber gearbeitet. Bei Renault könnte er das Cockpit mit Daniel Ricciardo tauschen, auch sein Vertrag läuft 2020 aus. Auch das Karriereende ist eine Option. Bisher sind das nur Spekulationen und Antworten gibt es wohl erst in der nächsten Zeit. Was sagt ihr zu Vettel? Wo sollte er unterschreiben? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Williams hat gestern Simon Roberts als neuen Geschäftsführer vorgestellt. Er kam 2003 in die Formel 1 und begann seine Laufbahn bei McLaren. Weitere Stationen waren Force India und wieder zurück zu McLaren. Seinen neuen Posten wird er am 1. Juni antreten und unter CEO Mike O'Driscoll arbeiten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Mein Verstand sagt mir, dass er bestimmt zu McLaren geht. Zum einen haben sie sich in der Vergangenheit deutlich verbessert, er hat viel Rennerfahrung gesammelt, um das an seinen zukünftigen Teamkollegen weiterzugeben, was er auch mit Leclerc gemacht hat. Er sagte mal in einem Interview, dass er das Fahren liebt und ich kann mir vorstellen, dass er in der Formel 1 bleibt. Sainz würde bei Ferrari ein geringeres Einkommen akzeptieren, aber Ricciardo sicher nicht, denn sein aktuelles Gehalt liegt schon bei knapp 30 Millionen Euro pro Jahr und Ferrari hat selbst gesagt, dass sie das nicht zahlen können. McLaren-Boss Zak Brawn fordert ab 2021 eine sehr niedrige Budgetobergrenze, aber das Gehalt von Vettel würde da nicht passen. Ihr seht also, es stehen noch viele Fragezeichen hinter der gesamten Situation. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Joshua Haneberg. Er schreibt: Magnussen geht, glaube ich, zu McLaren. Das halte ich für unmöglich. Es gibt mittlerweile bessere Fahrer, die McLaren eher nehmen würde. Seine Zeit ist meiner Meinung nach Haas vorbei. Er findet die Indycar-Serie ja interessant, dort sollte er sein Glück mal versuchen. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.